Fraktion unterwegs. Landtagsabgeordnete der Freien Wähler haben sich vor Ort über mögliche Auswirkungen eines Nationalparks im Spessart informiert. Denn ein Beschluss des Bayerischen Ministerrats, nach den Schutzgebieten Bayerischer Wald und Berchtesgaden einen dritten Nationalpark im Freistaat ausweisen zu wollen, sorgt für hitzige Diskussionen in der Region. Der Nationalpark Spessart führt hier zur Spaltung der Bevölkerung. Die Staatsregierung hat hier Unfriede hereingetragen mit ihrem Vorhaben, hier einen Nationalpark ausweisen zu lassen. Hier sprechen sehr viele Gründe dagegen. Der Wert des Holzes geht in die hunderte Millionen. Die Menschen dürften nachher kein Holz mehr werben. Die Jagd wäre massiv eingeschränkt. Schweinepestgefahr und dergleichen mehr. Also hier sprechen so viele Gründe dagegen. Die Freien Wähler lehnen ausgedehnte Flächenstilllegungen ab. Vielmehr setzen sie auf das sogenannte Trittsteinkonzept als weitgehenden Kompromiss. So könne die Vielfalt der Natur auf großer Fläche gesichert werden. Am besten sei dies auch weiterhin bei maßvoller Bewirtschaftung unserer Wälder zu erreichen.